Actual Entertainment presents. Gut, stellen wir erstmal auf Deutsch und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play Gumball in der Demo-Version aus dem Jahre 1996. Ein schönes kleines Spielchen. Und ihr werdet dann erstmal schauen, um was es da genauer geht. Wir starten mal ein neues Spiel. Tja, wir sind dieses kleine Männchen da in diesem komischen Wagen da. Und wir müssen Schräubchen abmachen. Das ist das Einzige, was wir machen müssen. Und die Schwierigkeit dabei, wir haben einige Gegner. Ja, dann starten wir doch erstmal. Fall Sieger. Auch sehr nette Musik. Da haben wir das Abschraubgerät. Bisschen Zeit haben wir ja auch. Und diese Rädchen da dürfen wir nicht erwischen. Das ist die einzige Schwierigkeit bei diesem Spiel. Ein nettes kleines Spielchen, muss ich sagen. Auch wenn die Musik ein bisschen komisch klingt. So. Das haben wir ja ganz schön flott geschafft hier. In 24 Sekunden geschafft. Aber es gibt ja noch weitere Level. Die gibt es nämlich hier hinten. Wir können auch hier weitermachen. Aber da landen wir einfach nur gegen die Mauer. Dann machen wir einfach mal hier weiter. Melkosia. Haben wir schon etwas andere Musikbegleitung. Und es wird jetzt ein bisschen kniffliger. So, mal schauen. Hier haben wir Schräubchen. Schräubele. Oh, 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 oh. Der ist ein bisschen gefährlich. Bisschen schnell, könnte man behaupten. Uiuiui. Aber wir kriegen das ganz gut hin. So gefährlich hat man noch nie Schrauben lösen müssen. Naja, innerhalb von 40 Sekunden, da sahen bestimmt einige, hilf Gott, ich aber ins Bild. Gut, machen wir mal den anderen. Von Sunhommer. So, hier müssen wir bloß einige Schraubgeräte einlösen. Auch interessant, was das Teil für Geräusche macht. Vielleicht ein Außerirdischer, der Schrauber vom Beruf ist. Auch wirklich interessante Musik. Ist wirklich ein nettes kleines Spielchen, auch wenn ich das hier bloß in einer Demo-Version vorhanden habe. Habe ich ja von so einer Spielesammlung. Und wir haben 15 Punkte innerhalb von weiß gar nicht wie viel Zeit. Ach so, ein paar Sekunden hat mehr Zeit. Spiel aufbewahrt. Und wir machen mal weiter. Caridessa. Oha, das wird ja richtig komplex hier. Uah. Nein! Oh, ich dachte, das Ding rollt in unsere Richtung. Könnte doch ein bisschen länger dauern. War auch wieder sehr schöne Musikbegleitung. Oh, oh, oh Gott, 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 oh Gott. Wo ist die drei Schräubchen noch? Uah. Das war blöd. Da wurden wir mal kurz so untergestoßen. Aber wir können uns wieder auftackeln. Ich glaube, so weit hatte ich es ja noch nicht einmal geschafft. Das eine Ding fährt uns hinterher, merkt ihr das? Jetzt weiß man nicht. Oh, das Ding kommt doch bestimmt wieder. Es will nämlich uns haben. Sag ich doch, es will uns haben.
Muss ein paar Schräubchen müssen noch gemacht werden. Uah. Das Rädchen ist nicht gerade sehr hilfreich dabei. Mist. Gut, haben wir das geschafft in mehr als einer Minute. Sagen wir es auch so, wir schlagen uns doch einigermaßen wacker in dieser Demo. Gut, hier haben wir auch noch was. Sieht komplex aus. Wie nennt sich das denn? Plumexia. Ach du Scheiße. Müssen wir sogar Schräubchen rausmachen. Oh mein Gott. Wird interessant. Dieses UFO ist ja schneller. Naja, das ist halt eben ein Spiel, wie es sein sollte. Schwierigkeitsgrad von leicht bis schwer. Oh. Der laufende Hocker verfolgt uns. Huch. Mist, der Roboter. Was gibt's denn hier sonst noch alles? Uah. Was gibt's denn hier noch? Ach, da hinten noch die Dinger. Oh, die habe ich ja ganz übersehen. Boah, fuck. Das Ding schießt uns ja ab. Oh, das haben wir sogar in weniger als eine Minute geschafft. Aber ich glaube, noch einmal runtergestürzt und wir wären tot gewesen. Dinger dürfen wir wahrscheinlich nicht so lange berühren. Nochmal die Landschaft. Borschisten. Borscheisten, keine Ahnung. Ah, wir haben diesmal Hindernisse. Ganz hinterlistige Hindernisse haben wir diesmal. Aber wie kommen wir da durch? Ach so. Ach so, wir sammeln die ja auch nicht auf. Ah, Zeit vorbei. Beste Punkte 4. Naja, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass man da aufsteigen muss. Aber trotzdem haben wir das Ding geschafft. Hier geht es leider nicht weiter, aber dafür haben wir noch diese Landschaft hier. Die Armonshire. Dam, da, 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 dam. Ach du meine Fresse. Wo ist denn eigentlich das perfekte Gerät dafür? Ah, wir sind ein bisschen schneller. Oh. Wir kommen ja noch nicht mal an die Schrauben ran. Doch, wir kommen ran. Ah, verdammt. Die blöden Alien-Dinger. Ich glaube, wir dürfen uns nicht einmal erwischen lassen. Ob wir noch zum alten Spiel zurückkehren können? Ah, da haben wir aber noch einen alten Speicherstand. Hm. Aber komm, das eine Level können wir nochmal probieren. Was es da drüben jetzt allerdings geben wird, das werden wir dann wohl nicht wieder erfahren. Vielleicht ist genau an der Stelle sogar die Demo vorbei. Oh nein, hier geht's nicht vorbei. So, wir brauchen erstmal das Ding. Alter, das Alien-Ding ist voll scheiße. Huch. Ah, hey, ich kann mich nicht bewegen. So, versuchen wir es irgendwie. Da sind keine Schrauben, okay. Wenn welche nicht im Sichtbereich sind, dann sind da auch keine. Sehr fair überlegt. Alter, lass mich in Ruhe. Wo sind eigentlich die anderen Abschraubdinger? Wir brauchen ja noch welche. So, gehen wir mal hier durch. So, wo ist das andere?
Wir brauchen ja noch ein anderes Abschraubteil. Aber wo ist das? Ach, da ist das. Schön versteckt. Sowas von clever. So, das sollte jetzt eigentlich relativ locker vonstatten gehen. Eigentlich würde ich da mal sagen. Es sind allerdings viel zu viele Gegenstände hier im Weg. Viel zu viele, würde ich sagen. Ah, die eine Schraube muss man mitnehmen. Das eine Alienschiff muss mich mal unbedingt in Ruhe lassen. Das stalkt mich total. Naja, 2 Minuten dafür gebraucht. So lange brauche ich auch bei einem Solitär. Aber ja, das hätten wir dann auch geschafft. Aber was es denn da hinten geben wird? Das könnte man noch herausfinden. Ach, weißt du was? Wir spielen doch mal weiter. Caridessa, nochmal. Weil ich das Level gerade so schön geschafft habe. Versuchen wir hier nochmal unser Glück. Mit wenig Leben. Mist. Warum starte ich hier mit wenig Leben? Das ist ja voll komisch. Das ist das Stork-Rädchen. Oh Gott. Ich bin gleich tot. Das Spiel ist schon wieder vorbei. Naja. Soweit doch meine Motivation da ging, aber leider konnte man dann doch nicht erfahren, was dann noch auf der anderen Seite ist. Vielleicht waren da noch ein paar mehr Level oder da war dann bestimmt die Information, ja, die Demo ist vorbei, kauft ihr bloß die Vollversion. Das war's dann auch mit den Let's Play Shorts zu Gabbel in der Demo-Version. Vielleicht gibt es tatsächlich da eine Vollversion. Auf jeden Fall ein nettes kleines Spielchen, solltet ihr auf jeden Fall probieren, sollte es funktionieren. Bis dahin, euer Kepo. Tschüssi.